Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. So, ich probiere jetzt mal was. Das geht schon mal nicht. Alles. Das ist schon mal richtig Mickey Maus Kacke hier wieder. So. Hier kann ich definitiv nichts machen. Kann ich hier was machen? Sind das vielleicht diese, wo ich richtig Steine rausholen? Oder ist das jetzt der Grund gewesen, warum ich... Boah, ey. Moment, wir machen erstmal den Weg hier wieder weg. So. Es ist ein Graus. So, ich nehme auch noch diese beiden Dinger weg. Diese beiden Steine. So, und dann gucke ich nochmal, ob ich das Haus gesetzt kriege. Ich kann nur hier hinten und ich weiß nicht warum. Das ist definitiv nicht cool. Okay, das ist nicht so cool, nee. Okay, dann muss ich überlegen jetzt, wie wir das mit den Wohnhäusern am allerbesten machen. Ich könnte auch gegenüber jetzt diese Wohnhäuser machen, aber das glaube ich, finde ich nicht so gut. Also hier jetzt irgendwelche Häuser hinzubauen, würde ich jetzt nicht so gut finden, oder? Ist das eine gute Idee? So? Nee. So, hier hinten ist so ein bisschen anderes Zeug, wenn ich das hier mache. Aber hier stört der Stumpf gar nicht so krass, ne? Aber wir könnten hier nochmal ein Haus hinbauen. Oder ein bisschen mehr im Halbkreis. Wäre das gut? Ich muss mal ganz kurz die Schaufel nehmen. Oh, gleich ist wieder Nacht und... Ah, okay. Okay, dann machen wir das so. Machen wir hier eins hin, ja? Dann machen wir das hier hin. Lass mal kurz gucken. Ja, dann geht hier der Weg dann quasi so ein Stückchen weiter hoch. Und dann arbeiten wir uns hier hoch bis zum Wald. Und dann so nach und nach, da kommt hier noch eine Taverne. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das mit den Wegen machen. Da bin ich noch ein bisschen unsicher. So, okay. Dann lass uns mal gucken, wie wir hier mit dem Hammer jetzt arbeiten werden. Oh, auf erstmal Stöcke und ich brauche. Haben wir denn noch Stöcke? Nicht mehr besonders viele.
So. Später können wir das ja, glaube ich, auch upgraden, ne? Mit dem Hammer. So, ich brauche Stöcke. Warum haben wir keine? Was ist da los? Muss ich wieder schlafen gehen? Habe ich hier noch was drin? Nö. Okay, ich werde pennen und dann machen wir nächsten Tag weiter. So. Sehr gut. Heißt, ich werde jetzt schnell mal eben ein paar Stöcke organisieren, weil wir nichts haben. Obwohl ich gesagt hatte, bitte sammel Stöcke, haben wir hier keine Stöcke. Was zum Teufel? Wir haben garantiert auch keinen Stroh oder irgendwas in der Form. Okay, let's go. Na, wie sieht's aus? 100%. So, wenn wir das Haus fertig haben, werde ich fix rüberlaufen und die Tante holen. Das wäre ganz gut, damit die was... Dann kann sie hier pennen. Ingada hieß sie, ne? So. Wo ist der Eingang? Hier. So, hatten wir alles? Mist. Achso, wir brauchen Stroh und Holzstamm. Okay, okay, okay. Wir brauchen Stroh. Und Holzstamm. Ich mach mal so 11. Mir ist zu viel. 6. So. Eh wieder viel zu schwer schon wieder. So. Wäre cool, wenn wir so einen Bauarbeiter hätten oder so. Der dann hier einfach die ganzen Dinger fertig macht, weißt du? Stellt einfach die Gebäude hin und die machen das dann fertig. Holzstamm und Stock. Ach Mist, das hat ja alles weggeräumt. Okay, 1. Also 4. 8 Stöcke und noch 4 Stämme. 8 Stöcke. Vier Stämme.
Hallo? Kann man denn so... Oh. Gibt's noch gar nicht. Ja, schon fehlen immer noch zwei. Nein. Come on, come on. Habe ich noch was zu essen eigentlich? Ja, we've got it. So, okay. Ich fühle mich immer noch so ein bisschen überladen. Stroh. Wir holen uns jetzt die Gude, ja? Ich esse noch einen Happen. Hau mir das jetzt komplett rein, hier alles. Oh nein. Hier, das hau ich mir komplett rein. Mit F, nicht mit E. Okay. Gut. Let's go, Freunde. Let's go. Wir laufen rüber nach Baranica. Hier muss ich auch noch hin, das weiß ich. Aber ich will sie jetzt erstmal holen. Das ist mir wichtig. Das heißt, wir eiern jetzt hier direkt so quer übers Wasser. Und dann quatschen wir die an. Also wir werden jetzt nur darauf aus sein, sie erstmal zu rekrutieren, dass sie unserem Dorf beitritt. Das wäre halt erstmal richtig nice, wenn das passiert. Achso, und ich muss auf Jagd gehen, steht da oben. Wildschwein und Fuchs, alles klar. Ja, machen wir. Machen wir mit Pfeil und Bogen dann. Trinkschlauch müssen wir noch abgeben. Zu dem, dem Quatschkopf da hinten müssen wir noch. Und noch ein paar andere Sachen machen. Warte, jetzt. Baranica, okay. Ich könnte auch versuchen, ich speichere mal hier vorne gleich. Ich könnte auch versuchen, jetzt vielleicht schon irgendwas zu jagen. So. Okay, mal gucken. Wenn hier irgendwo ein Wildschwein oder ein Fuchs oder irgendwas sein sollte, versuche ich mit Pfeil und Bogen dieses zu erlegen. Müssen wir in die Richtung? Können wir mal gucken. Oh, es ist so idyllisch hier, ne? Das ist so schön mit dem Bach. Auch die Geräusche, es ist voll meditativ. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Was ist das denn? Was ist denn das? Wegwarte. Ein Kraut wird verwendet, um das Hungergefühl zu reduzieren. Kann im Frühling, Sommer und Herbst in der Wildnis gefunden werden, kann verzehrt oder weiterverarbeitet. 40 Sekunden Effektdauer, 25% geringere Lebensmittelver. Mhm. Schön. Ja, nehme ich mal mit, ne? Wenn das hilft. Hält zwar nicht lange, aber... Ich sammle mal ein paar Blümchen. Johanniskraut ist ja auch nicht verkehrt, ne? So.
Wo ist denn das Dorf eigentlich? Ach, hier. So. Ich sehe gar keine Tiere. Ich würde jetzt auch sonst einfach mal mit Pfeil und Bogen, aber... So richtig klappen tut das auch nicht. Ich hoffe, Ingarda ist da. Das wäre wirklich gut. Wo bist du, Mädchen? Bist du hier? Leonarda? Shit. Ach, da ist sie ja. Hallo. Ah, ich bin gerade dabei, eine Siedlung und du weißt schon. Okay, wir sehen uns da. Wir sind auch bei 50% Zuneigung. Das heißt, da muss ich dann auf jeden Fall mal gucken. So, ich werde dir dann das Haus zuweisen. Das heißt, ich laufe jetzt auch gleich wieder zurück. Auf dem Weg dorthin werde ich... Wollen wir noch einen Mann dazu holen? Nee, das machen wir später, ne? Noch brauche ich nicht so viele Leute. So, lass mal... Wollen wir nochmal nach... Soll ich sonst nochmal zu ihmchen hier gehen? Habe ich da Bock drauf? Bin jetzt eh schon auf der Ecke. Los, komm. Ja, ich laufe da nochmal schnell hin. Zu Sambor. Und wenn sie... Und dann laufen wir zurück. Und dann, muss ich ihr auf jeden Fall das Haus zuweisen. Ich hoffe, das passt alles. Ich versuche mal schnell nochmal zu... Wenn ich eh schon hier hinten bin, macht das wahrscheinlich Sinn, nochmal zu Sambor zu laufen. Was ist denn für eine Pfütze? Ich finde das so cool hier. Das sieht so gut aus einfach. Es ist irgendwie um einige, irgendwie noch gefühlt noch schöner geworden, als es eh schon war, das Game. Wow, einfach nur. So gut. So, ich muss da jetzt fix hin. Ich hoffe, der quatscht nicht so viel. Ich lasse einfach schnell durchlaufen, den Text, ne? Ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich habe auch Angst, dass Ingarda abhaut oder dass sie Zuneigung verliert. Und dann müssen wir auch möglichst mit ihr quatschen noch eine Runde, dass die noch mehr Zuneigung bekommt. Ah, fliegende Stöcke. Interessant. Das wäre ganz gut. Ich glaube, nur mit 100% kann man einen Heiratsantrag machen. Und das, ob das dann gut geht, ist die nächste Frage. Das würde ich dann auch nur machen, wenn ich vorher gespeichert habe. So, Sambor, alte Säge. Ich muss jetzt hier schnell fertig werden mit dir. Oh, der Himmel. Hatten wir früher diese Wolken auch schon? Hallo? Ich muss wissen, wo ich Kestrel finden kann. Verstehe. Und du willst es sofort wissen? Ja. Weil die Angelegenheit wichtig ist und nicht warten kann? Ja. Wunderbar, dann habe ich ja ein gutes Druckmittel. Ich will, dass du etwas für mich erledigst. Och, jetzt komm schon. Du willst mich wirklich so ausnutzen immer? Ja, genau. Du bist voll der Bastard. Okay, was muss ich machen? Du musst ein paar Dinge für mich besorgen. Da sind rote Beete, Zwiebeln, Kohl und Karotten. Das meinst du doch wohl nicht ernst. Du willst, dass ich für dich einkaufen gehe, gerade jetzt, wo es spannend wird? Ich werde ehrlich zu dir sein, Junge. Es ist mir egal. Bring mir mein Essen und du bekommst deine wertvolle Information. Sowas kann doch nur von einem schlechten Erzähler kommen. Gibt nichts, das du dagegen tun kannst. Vielleicht soll es witzig sein oder besonders schlau, zynisch oder was auch immer. Gibt es denn keinen anderen Weg, bekomme ich gar keine Wahlmöglichkeit? Ich würde sagen, nur wie du das Gemüse bekommst, ist dir überlassen. Das ist einfach faul. Hör auf zu bellen und hol Hühnchen. Was? Hör auf zu bellen und hol Hühnchen. Oh, wie ich dich hasse. Sambor, du bist ein... Du bist ein... Du bist ein Bastard. So, ich hau ab. Tschüss. Hasse dich. Hasse dich wie die Sau. So, ich habe ein Foto gemacht. Mal gucken, ob ich das auch verwenden kann später. So, ich muss erstmal zurück. Jetzt ganz schnell zu unserer Liebsten. Scheiß auf den.
Wo ist mein Pfeilbogen? Ich muss gucken, dass ich gegebenenfalls noch mal irgendwas erlege, wenn ich hier was finden sollte. Ich hasse Sambor. Kommt man immer nur her, um sich zu streiten. Das ist voll unangenehm. Was soll ich jetzt kaufen? Zwiebeln? Also Kohle habe ich selber. Zwiebeln und... Ach, komm schon. Das kostet alles wie Schweinegeld. Da ist sie jetzt, ne? Ich muss hinterher, Leute. Hilft nicht. Oh, warte mal. Gucken, ob das hilft. Gott! Wie scheiße! Geht das schon wieder los? Kann ich meine Pfeile bitte wieder haben? Steinpfeil. Ja, das ist sehr gut. Aha, okay, cool. Naja, vielleicht sollten wir lieber was anderes nehmen zum Jagen. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Verdammte Kiste. Ja, ist ja gut. Entspann dich bitte. Wir müssen in die Richtung. Ich muss hinterher. Füchse jagen. So, ich bin falsch, meine ich. Ich muss in die Richtung. So, lauf, lauf, lauf. Voll hübsch. Ja, okay, so richtig gut sehen die Wolken jetzt nicht aus, aber es ist trotzdem alles sehr hübsch. Die Atmosphäre und so. Hä, ich habe diese Tiere auch schon mal mit einem reinen Kopfschuss getötet und jetzt schaffe ich nichts mehr. Oder liegt es einfach daran, dass ich noch nicht so weit bin, skilltechnisch? Kann das vielleicht sein? So, lauf, lauf, lauf. Einmal übers Wasser bitte wieder zurück. Ich will ihr nur schnell am Ehehaus zuweisen, das ist sehr wichtig. So, da vorne ist unsere Siedlung. Kann sie sehen, das ist sehr gut. Ach ja. So, Trinkschlauch müssen wir noch zu Mathilda bringen. Das ist aber nicht so weit. Der Ort ist tatsächlich der dichteste, ne? Obwohl, wenn wir schräg rüberlaufen und nicht den Weg hier rum, wir können ja einfach schräg rüberlaufen. Da ist Gostovia gar nicht so weit, ne? Müssen wir mal gucken. Irgendwie anders laufen. So. Ich glaube, als nächstes baue ich so eine Werkstatt, weil wir in der Werkstatt bestimmte Sachen bauen können, wie zum Beispiel Eimer oder irgendwelche anderen Geschichten, die wir brauchen für Dinge. Und das würde ich ganz gut finden, wenn wir das selber produzieren könnten, weil Eimer kaufen für so viel Geld, steht einfach in keiner Relation und in gar keinem Verhältnis. Deswegen würde ich das lieber selber herstellen wollen. So, lass mal gucken.
Das ist jetzt quasi so diese Hauptstraße hier, ne? Und dann hier so die Felder. Aber ich möchte. Also an den Häusern lang natürlich auch noch einen Weg haben, aber ich glaube, ich mache noch mal einen richtig fetten Hauptweg. Und das würde ich gerne von hier aus tun, dass wir hier einmal so rüber einen Hauptweg machen, der doppelt so breit ist, einen richtig fetten Hauptweg. Und da ist am Ende dann die Taverne oder sowas. Und drumherum werden wir dann die Sachen so verstreuen. So, lass mal gucken. Wen packen wir da rein? Ingarda. So. Ingarda, kein Essen, kein Wasser, kein Holz. Stimmt nicht. Jetzt haben wir alles in Ordnung. Deswegen hatte sie -14%. Das sollte sich aber hoffentlich bald geben. Oh, was ist hier los? Moment. Verwaltung. Kein Werkzeug. Wir brauchen eine Axt. Kein Werkzeug. Ist das dein Ernst? Okay, wir müssen kurz gucken. Habe ich noch ein Messer? Habe ich noch eine Axt? Eisenaxt. Kupfermesser. Hier, meine besten Arbeiter kriegt natürlich auch das beste Werkzeug. So, du kriegst eine schöne Axt. Wo ist das jetzt? Eisenaxt. Ist nicht mehr die beste, aber es sollte funktionieren. Junge, ich bin so blind, ne? Hallo, wo ist jetzt diese Kack? Wo ist denn jetzt? Da. Okay. Ist das jetzt besser? Okay. Ingarda, ich werde dir auch noch einen Job zuweisen. Und zwar möchte ich, dass du. Also erstmal möchte ich eine ganz andere Sache machen, die mir gerade wieder einfällt, weil ich sie vergessen habe. Ich möchte mit dem verdorbenen Dreckszeug möchte ich gerne Dünger herstellen. Wollte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Und zwar, glaube ich, macht man das hier, ne? Nee. Macht man das hier? Nee. Dann macht man das vielleicht hier. Ja. Bombewurf. 10 Essen brauchen wir. 10 verdorbenes Essen. Okay. Warte mal, wo habe ich denn die Beeren? Die sind immer noch hier. Okay, ich muss jetzt gleich erstmal Wasser holen. Den Trinkschlauch werde ich schon mal voll machen. Oder ich warte einfach. So, wir werden jetzt Ingarda hier reinsetzen. So. Wieso haben die hier immer noch so eine Kackstimmung, die Leute? Ingarda hat nur eins in Landwirtschaft, das ist grauenhaft. Dabei ist sie so gut in. Was kann die denn? Was ist denn das hier? Egal, da machst du mich fertig. Was kannst du? Du kannst gut reden und du bist hier gut als Werkzeugmacher, oder was? Ist mir egal. Du machst jetzt Folgendes. Ich möchte, dass du jetzt erstmal in die Landwirtschaft gehst. Und zwar in die Scheune möchte ich. Du sollst. Oh, Werkzeuge, Säckchen, Sichel, Sense. Ich muss eine Sichel klauen, ne? Da muss mir noch mal. Ich weiß, wo eine steht. Zumindest weiß ich, wo eine stand. Da werde ich noch mal hingehen. So, Ingarda. So. Geht da schon mal rein. Nee, halt. Ingarda. Scheunenknecht oder Landwirt?
Ein Landwirt, was machst du denn dann als Landwirt? Will ich, dass du Kohl ma machst. Kannst du Kohl machen? Nee, Scheunenknecht? Du bist doch, hä, hab ich doch gar nicht, ich hab doch gar nicht gesagt, Scheunenknecht. Scheune? Okay, was jetzt? Scheune. Scheunenknecht. Aber muss ich jetzt nicht auf die Felder gehen? Doch, Feld 1, Feld Plantage. Ich möchte, dass du das Feld hier bewirtschaftest. Kannst du das machen? Feld bearbeiten. Zurück. Abbrechen. Was macht, wie macht sie das denn jetzt? Ach du Scheiße, Mann, ich habe keine Ahnung. Scheune. Landwirt. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob sie ohne irgendwas was macht hier. Ich glaube, die macht hier nichts ohne irgendetwas. Ich brauche auf jeden Fall eine Hacke. Mohnsamen, Roggenkorn, Flachs, bla bla bla. Eine Hacke hast du? Dann packe ich dir jetzt das Säckchen noch rein. Wo ist denn das Säckchen? Verdorbenes mache ich dir auch noch rein. So. Und vor allem muss ich jetzt erstmal mit der Folge aufhören, ansonsten ist hier gleich Kasala. Wo habe ich denn das Säckchen? Hä? Nee, warte. Ich hatte doch ein Säckchen hier. Wo ist denn das jetzt? Habe ich das rausgepackt? Ich habe es rausgepackt. Okay, ich packe ja dann die Sachen noch rein, die ich habe. Außer die Sichel, die muss ich klauen im Ort da hinten. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.